Und auch hier wieder jede Menge Errungenschaften, das finde ich immer cool. Leute, willkommen zurück zu Let's Play Portal Bridge Constructor. Und zwar das Add-on für 1,43 €. Habe ich das schon erwähnt? Es war echt geil, dass es mal runtergesetzt war letztens da im Steam Spring Sale oder sonst irgendwas. Übrigens, wir schreiben das Jahr 2021. Bis diese Episode rauskommt, ist immer noch 21, aber mit Sicherheit nicht mehr Frühling. So, Portalspiegelung. Damit Teilnehmer in der Testreihe nicht feststecken, beachte bitte. Bei Portalen auf komplett waagrecht liegende Wände oder Paneele kann die Austrittsorientierung des durchquerenden Fahrzeugs geändert werden. Alles klar, wir fahren erst einmal und schauen, was passiert. Ich befürchte nichts Gutes. Kaboom, würde es machen. So, wir haben diesmal wenigstens ein paar Teile, wo wir bauen können. So, wir wollen natürlich einmal hierher. Und ich befürchte, dass wir hier raus sollen. Was ein bisschen scheiße wäre, aber anders geht's gar nicht. Ich meine, wir könnten auch hier raus. Ja, wir könnten hier raus. Ich glaube auch, dass uns das schon hilft. Denn das Einzige, was wir... Ich glaube, ich habe schon wieder den falschen Controller. Eieieiei. Das macht mich immer fertig, Leute. Wir können jetzt einfach hier eine Straße draus machen. Also, glaube ich. Die können wir... Oh, ich muss den Controller wechseln. Das geht hier so nicht weiter. Controller neu. Ich hoffe, der erkennt sich gleich. Jawohl. Und ich hoffe, dass der jetzt besser ist. Das sehen wir erst, wenn ich... Ja, der kann schön durchtappen. Sehr gut. So, also ich glaube, wir müssen hier so runter. Und ich weiß nicht, kann ich eigentlich... Ich kann auch Portale... Die kann ich überall setzen, oder was? Ich meine, dann kann ich doch auch einfach... Kann ich die wirklich überall setzen? Weil wenn dem so ist, Leute, dann kann ich doch einfach hergehen. Dann, das wäre ja dann voll gecheatet. Oder ist das deswegen so ein blaues Feld hier? Dass ich das da eben nicht machen kann. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn wir das jetzt einfach hier so machen. Ah ja, seht ihr? Ich glaube nicht, dass das geht. Doch, es geht. Hä? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Okay, er fährt zwar dann so raus, aber... Ich könnte doch die dann auch einfach hierher setzen, oder? Also wo auch immer ich will. Testkammer ist ungültig. Bitte überprüfe den markierten Bereich. Ah, okay. Ups. Das wollte ich nicht. Wir wollten... Jetzt ist es da verkehrt. Oh nein. Ja, ich weiß, dass das falsch ist. Es ist immer noch falsch. Okay, Also ich glaube, es geht doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir brauchen auf jeden Fall hier eins und dann brauchen wir wohl hier eins. Ach, und jedes... Wieso? Ich lösche die immer aus Versehen. Weil wenn ich jetzt B drücke, dann ist es weg, wenn ich drüber habe. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Okay. Also es ist alles doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Hätte mir eigentlich klar sein sollen. Platziere Portal horizontal spiegeln. Benutze... Ah. Horizontal spiegeln. Ah, okay. Was ändert mir das, wenn ich es jetzt nochmal losfahren lasse? Ah ja, er fliegt so rüber. Sieh einer an. Okay. Dann müssen wir nur noch eigentlich hier rüber. Und das ist ja ganz easy, also da war ja noch nie ein Problem. Wir können einfach das hier schon mal ein bisschen so steiler machen. Machen hier uns wieder ein paar Drahtseile ran. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie weit wir da fliegen, oder? Aber im Endeffekt dürfte das eigentlich hier kein Problem sein. Ich glaube, wir brauchen hier nicht mal das Drahtseil. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass das hier schon so funktioniert. So,
Einmal hier durch, einmal hier schön die Kurve und perfekto. Also das sah gut aus. Wir probieren natürlich den Konvoi, auch wenn ich da eigentlich nicht mehr so viel drauf gebe. Aber solange das hier mitzunehmen ist und das schaut sehr gut aus, auch wenn es da unten ein bisschen arg wobbelt, aber ich glaube, das sollte sich ausgehen für die paar Fahrzeuge. Jawohl, Leute, nächste Testkammer wieder mit vollem Erfolg absolviert. Und von dem her, weiter geht's.